So, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es Chili con Carne im Cookit und dafür brauchen wir folgende Zutaten. 200 Gramm rote Kidneybohnen getrocknet oder 400 Gramm Kidneybohnen aus der Dose, 2 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 3 Esslöffel Sonnenblumenöl, 500 Gramm Rinderhackfleisch, einen halben Teelöffel Paprikapulver, Salz, schwarzer Pfeffer, 1 Esslöffel Tomatenmark, 2 rote Chilischoten, eine rote, gelbe und grüne Paprikaschote, 200 Gramm Gemüsemais, 300 Gramm Tomaten passiert, 250 Milliliter Rinderfond und wer möchte, ein Lorbeerblatt. Genau, und wir fangen direkt an. Die Zwiebeln habe ich schon mal geschält und gefüttelt, weil das nämlich der allererste Schritt ist. Und wir fangen an mit dem Zerkleinern der Zwiebel. Universalmesser einsetzen, habe ich gemacht. 2 Zwiebeln und Knoblauchzehen in den Topf geben. So. Deckel schließen, Messbecher einsetzen, alles zerkleinern und los. So, das ist geschafft. Jetzt das Universalmesser entnehmen, Zwiebeln und Knoblauch aus dem Topf nehmen und bereitstellen. Denn als nächstes wird im Topf das Fleisch erstmal angebraten und wer mein Video mit dem manuellen Kochen und den Bratkartoffeln gesehen hat, der weiß, warum man Zwiebeln nicht direkt von Anfang an mit im Topf haben sollte. Also, wir holen das Ganze hier mal raus. So, als nächstes kommen 3 Esslöffel Sonnenblumenöl in den Topf. Bei mir gibt's, der eine oder andere weiß es bereits, Kokosöl. 1 Esslöffel, 2 Esslöffel und 3 Esslöffel. Weiter. Deckel schließen, Messbecher entnehmen, Sonnenblumenöl erhitzen und zwar für 4 Minuten auf 200 Grad. Los geht's. So, das Öl ist vorgeheizt und als nächstes kommt jetzt das Rinderhackfleisch in den Topf. Und wird mit dem Spatel zerkleinert und verteilt. Mal gucken, ob ich das ohne Missgeschick da irgendwie reinbekomme. Mal gucken, ob es spritzt. Ja, es ist ordentlich heiß. Ja. Weiter. Und dann mit offenem Deckel anbraten. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt hier so mit dem offenen Deckel arbeite. Ich will ja quasi wirklich, dass das Fleisch erstmal richtig schön angebraten wird. Das ist jetzt wie in der Pfanne, ganz normal. Der Topf ist auf 200 Grad vorgeheizt. Das ist ja genau das, was den Cookit ausmacht, dass er eben diese Temperaturen des Bratens auch abbilden kann und dass man das hier ganz entspannt im Topf machen kann. So, ich werde das jetzt für 10 Minuten hier anbraten und dann hole ich euch wieder dazu. So, die letzten 20 Sekunden sind jetzt angebrochen. Man sieht, wie beim Hackfleisch anbraten immer so üblich, ist es sehr viel weniger geworden, die Flüssigkeit ist ausgetreten und das hier ist wirklich hat ziemliche Röstaromen bekommen. 10 Minuten erscheinen mir fast ein bisschen lang. Ich hatte jetzt auch nur 400 Gramm statt 500 Gramm. Ich habe mich trotzdem mal an die Zeit gehalten, die das Gerät hier vorgegeben hat. Und jetzt müssen wir wieder ein bisschen Platz machen für den 3D-Rührer. Da schiebe ich das hier alles mal an die Seite. Man sieht da unten am Topf kleben auch noch so ein bisschen Röstaromen sozusagen. Aber das ging an sich ganz gut mit dem Anbraten. 3D-Rührer einsetzen. Jetzt kommt wieder der Part, wo man dann entspannen kann. Schauen wir mal, dass wir hier die ganzen Krümel, die da noch im Werkzeughalter sind, wegbekommen.
Das ist halt das einzige Manko, wenn man hier drin jetzt anbrät, dass man so ein bisschen immer um den Werkzeughalter drumherum arbeiten muss, aber das war jetzt nicht irgendwie zu anstrengend. So, weiter. Zerkleinerten Zwiebeln und Knoblauch dazugeben. So. Weiter. Und das Ganze wird jetzt bei 140 Grad nochmal 3 Minuten weiter angebraten. Und währenddessen werde ich die Paprika schon mal klein schneiden. Bis gleich. So, das ist angebraten. Jetzt wird gewürzt. Und zwar, oh, das ist wirklich ganz schön dunkel. Ich hoffe, das ist am Ende nicht zu dunkel. Schauen wir mal. Also, ein halb gestrichener Teelöffel Paprikapulver. So, ein bisschen mehr. Dann Salz. Da werde ich jetzt mal nicht so viel nehmen, weil wir nehmen dann gleich die Gewürzpaste, die wir hergestellt haben im letzten Video. Wer das nochmal sehen möchte, dem verlinke ich das auch gerne nochmal hier oben rechts. Und Pfeffer. Pfeffern kann man eigentlich nie genug, finde ich. Doch, es geht schon, also man kann auch zu viel pfeffern, aber ich mag Pfeffer, vor allem so bunten Pfeffer aus der Mühle. Das passt zu so Fleisch schon sehr, sehr gut. So, und dann werde ich, auch wenn es nicht im Rezept steht, aber einmal hier am Rand alles runterschieben, damit es nochmal Kontakt zum Topfboden hat. So. Und ein Esslöffel Tomatenmark kommt jetzt noch dazu. Tomatenmark kann man eigentlich auch nicht zu viel machen, finde ich. Das ist eine gute Sache. Weiter. Und das Ganze jetzt nochmal 3 Minuten bei 140 Grad weiter anbraten. So, das ist geschafft. Jetzt sagt er als nächstes alles, was wir schon so vorbereitet haben. Bohnen abspülen, abtropfen lassen, Paprikaschoten schneiden, Chilischoten schneiden, Gemüsemais abtropfen lassen. Und jetzt kommen die geschnittenen Paprika. Upsala. Da gab es wieder einen kleinen Verlust an den Boden, aber der möchte ja auch was zu essen haben. Und der nicht vorhandene Hund vielleicht auch. So. Dann Chilischoten dazu. Dafür habe ich hier so getrocknete Chilis in der Mühle. Da habe ich jetzt nicht extra Chilischoten gekauft. Da reiben wir einfach so ein bisschen was rein. Da muss man auch gar nicht so viel nehmen. Gemüsemais. Ich habe hier so Mexiko-Mix, wo auch so ein bisschen Erbsen drin sind. Ganz schön viele Erbsen, merke ich gerade. Vielleicht hätte ich beim nächsten Mal auch den normalen Mais nehmen sollen. Naja, schauen wir mal. Schadet ja nicht. Und die Bohnen kommen auch dazu. So. Weiter. Das Ganze wird jetzt nochmal weiter gebraten. 5 Minuten auf 140 Grad. So, das ist fertig. Ich habe die Zeit genutzt und zwischenzeitlich schon mal ein bisschen sauber gemacht und weggeräumt. Das ist wirklich sehr angenehm. Das sieht schon richtig gut aus, wie ich finde. Das ist alles schön vermengt, alles so ein bisschen angebraten. Sieht schon aus wie ein Chili. Jetzt geben wir 300 Gramm passierte Tomaten dazu. Ehrlicherweise habe ich hier 400 Gramm stückige Tomaten, aber das sagen wir keinem. Das wird trotzdem funktionieren. Bin ich mir ziemlich sicher. Und 250 ml Rinderfond. Ich habe jetzt hier 250 ml Wasser mit einem Esslöffel von der Gemüsepaste, die wir hergestellt haben. Und da bin ich auch wirklich sehr gespannt, wie das dann am Ende schmecken wird. So. Ja, sind sogar genau 253 ml. Ein Lorbeerblatt hinzufügen.
mit Salz und Pfeffer würzen. Ich habe das jetzt hier mit dem Gemüsefond aufgegossen. Da ist ja viel Salz drin. Darum lasse ich das mit dem Würzen. Würzen kann man hinterher immer noch. So, weiter. Und dann wird das Ganze eine Stunde und 30 Minuten bei 98 Grad geköchelt. Und den Messbecher setzen wir dafür ein. Und dann sehen wir uns später wieder. So, das Ganze hat jetzt anderthalb Stunden lang vor sich hingeköchelt. Und jetzt ist das Chili fertig. Das gucken, ja, geht auch so raus, ohne dass ich mich gleich komplett verbrenne. Und dann schauen wir mal. Das ist ein bisschen flüssiger als erwartet. Ich hatte aber auch ja ein bisschen mehr Flüssigkeit, also mehr Tomatenflüssigkeit reingemacht. Aber so insgesamt kann man das, glaube ich, gelten lassen. Die einzelnen Teile sind auch noch gut zu sehen. Die Paprika ist noch ein Stück, es ist kein Einheitsbrei geworden. Und wir schauen mal, wie es schmeckt. Das ist fertig. Jetzt könnte man das nochmal, also er sagt hier nochmals abschmecken, das kann man natürlich immer noch machen und dann warm halten oder servieren. So, ich probiere einmal. Ganz schön heiß. Also es hat irgendwie einen anderen Geschmack als das Chili, was ich sonst so mal selbst gemacht habe. Ich frage mich gerade, woran es liegt. Ich glaube fast, dass diese Mexiko-Mischung mit den Erbsen nicht so ganz ins Chili reinpasst. Das werde ich nicht nochmal machen. Und ich weiß nicht, ob die, also man merkt sozusagen diese Gemüsepaste auch so ein bisschen durch, die ich da gemacht habe. Das ist gut, aber es schmeckt anders als sonst. Schmeckt aber trotzdem lecker, also gar keine Kritik. Kann man auf jeden Fall essen. Und werde ich sicherlich auch nochmal machen. Aber ich muss mich so ein bisschen an diesen neuen Geschmack gewöhnen. Aber ich weiß ehrlicherweise, wie gesagt, gerade noch nicht, woher der andere Geschmack kommt. Also so viel anders habe ich jetzt, als ich das selbst gemacht habe, nicht gemacht. Naja, wie dem auch sei, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr mögt. Tschüssi!